Das optimale Trainingsprogramm. Die angebotenen Programme sind reine Empfehlungen, sollten mehrere Faktoren der Charakterisierung zutreffen, so kombinieren Sie am besten entsprechende Pläne miteinander und verknüpfen Sie einfach die Übungen, die auf Ihre Schwachpunkte abzielen. Die Übungsvorschläge stellen einen Grundplan dar, der später durchaus mit anderen Übungen kombiniert werden kann. Sie können einzelne Teile gegen schwierigere Übungen, andere Satzzahlen und Wiederholungen austauschen. Sie erhalten Vorschläge für ein Konditionstraining zur Erwärmung sowie Übungsvorschläge für verschiedene Muskelgruppen und Standortvorschläge für Ihr Training. The Heat is On, das Aufwärmprogramm, bereitet Ihren Körper physiologisch und psychologisch auf das kommende Training vor. Es ist eine wichtige Verletzungsprophylaxe für Knochen und Gelenke und Muskeln. Dies ist vor jedem Training von fundamentaler Bedeutung. Unter passiver Aufwärmung versteht man zum Beispiel eine Massage. Auf jeden Fall ist aber eine aktive Aufwärmung mit körperlicher Bewegung vorzuziehen, da hierbei die Herz-Kreislauf-Tätigkeit angeregt wird. Die Muskeltemperatur erhöht sich und die Atmung arbeitet ökonomischer. Sie können mit ca. 5 Minuten gemütliches Gehen beginnen, dann lockere Dehnübungen. Anschließend dürfen Sie langsam mit den Übungen anfangen. Je nach körperlicher Leistungsintensität können Sie diese auf 12 bis 15 Minuten verlängern. Alle Ausdauerübungen wie Gehen, Laufen, Radfahren eignen sich dafür, mit geringer Intensität zu beginnen und diese dann langsam zu steigen. Eine Vordehnung der zu belastenden Muskelgruppen wird empfohlen. Hierbei können Sie alle zu belastenden Muskelgruppen ganz kurz dehnen. Es geht dabei nur um die Vorbereitung auf die nachfolgende Belastung und nicht um eine Steigerung der Beweglichkeit. Nach dem Aufwärmen geht dann alles schon viel leichter und nun geht's mit frischem Elan weiter. Eine optimale Erwärmung dienen die großen Muskelgruppen. Wenn Sie einfach mal die große Bein- und Gesäßmuskulatur etwas aktivieren, schon wird die Körpertemperatur erhöht.